Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970. So, finale Aufnahme des Sega CD Specials. Ganz wichtig, LST bzw. LST Gaming angucken. Guckt auch diese Videos hier, weiß ich, ist auch ein ganz großer Sega CD Fan, auch 3DO und CDI und all sowas. Guckt an, geile Let's Plays. Kann ich nur empfehlen. Nur mal hier mal so mal Empfehlung mal raushauend. Weil ihr wollt ja so die Full-Motion-Video-Sachen sehen. Die werde ich, wie schon gesagt, irgendwann auf Twitch machen. Ich vermute, auf YouTube bleibt da nicht viel übrig. Also wenn ich so an Plumbers Down Where Ties denke und sonstig alles, da bleibt lange, dank des Filters und des Claimings, da bleibt nicht viel übrig. Also ist halt eine eigenwillige Plattform. Ja, wir sind wieder beim Sega CD. Das erkennt man sofort an dieser eigenwilligen, sage ich mal, Auflösung. Das ist Flashback. Von Delphine Software. Also von den Machern auch von Another World und Heart of an Alien. Gucken wir uns mal die Sega CD-Fassung an. Machen wir mal erstmal. Easy. Oh, die hat wieder CD-Musik. Das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Gab es in der PC-Fassung gab es auch eine CD-Version von Flashback? Also das ist auf jeden Fall CD-Musik. So, gucken wir mal. So, der Leipalaf ist verrückt. Dank dem Leipalaf. Und er möchte einen Heiratsantrag von mir. Hasse. Den muss er aber auch annehmen. Vielleicht sollte ich irgendwie die Bachelor-Show mal machen. So. Jetzt gucken wir mal, ob ich das einigermaßen hinkriege. Wo ist denn hier Laufen? Waffe ziehen ist schon gut, aber ich... Da ist Laufen. Alles klar. So, der Torti kommt auch. Und der Leikwalauf, der erstmal nochmal. Guten Abend. So, dann ist da. Dann müsste auf der anderen springen sein. Nee, ist es nicht. Das sollte ich gleich rausfinden, weil ich sollte gleich springen können. Das ist Laufen. Das ist Umdrehen. Das ist Waffe ziehen. Hallo? Ah! Okay, das ist ein bisschen eigenwillig, das Springen. So. Ich glaub, genau, das ist der Holocube. Flashback ist genauso nicht, ja, knallhart wie in Another World. Wie gesagt, Chance, dass wir überleben, ist nicht wirklich hoch. So. So. Jetzt, da kommen wir nicht runter. Das ist einer dieser guten Fragen. Ich meine, wir haben nur drei Tasten, ne? Ja, das ist Waffe ziehen. Das ist ganz toll. Das ist die Brücke. So, machen wir nach oben. Gehen wir mal in die andere Richtung. Ja, Flashback ist auch definitiv technisch besser als in Another World. Das ohne Frage. Es gab da nochmal, was war das? Fade to Black oder sowas? Was dann sozusagen der Abschluss war. Na? Okay, machen wir es nicht. Um die... Jetzt bin ich schon wieder hier. Bin ich doof? Ich meine, natürlich bin ich doof.
Ja, Fade to Black war aber auch definitiv auf dem PC, kann ich dir sagen. Das war nicht nur PS1. Das war also definitiv nicht die Originalplattform. So, wir orientieren uns. Sollen wir vielleicht auf die andere Seite? Können ja mal. Yes! Das ist, war, glaube ich, nicht so verkehrt. So. Mach. Würdest du mal schießen? Danke. Ich weiß, Pazifismus ist eine tolle Idee, aber... Muss auch bestimmt, damit der was öffnen, muss man da bestimmt... Was kann man denn locken? Ja, durch die Tür brauchst du nicht schießen, du Pfeife. Ja, die Sprungphysik ist... Ja, und... Alter, sag mal, du bist doch, hast doch gerade gesprungen wie ein junger Gott. Warum machst du das denn jetzt nicht? Ja, hau dein Magazin weg. So, geht doch. So. Hahaha. So, das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Da ist was zum Einsammeln. Stopp, zurück. Alles, was... Alles mitnehmen. Was nicht nied- und nagelfest ist. Nee, das Springen ist ein bisschen komisch. Ich bin auch der Meinung, dass es... Also ich... Ich weiß nicht, ob es vielleicht war es auf der Mega Drive-Version auch so. Du springst nur mit hoch. Malgemann kannst du ja sonst auch diagonal springen oder diagonal rechts, diagonal links. Das scheint er aber nicht zu begreifen, sondern du musst den zum Laufen bringen und dann nur nach oben. Und dann springt er. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber das scheint zu funktionieren damit. Da, das funktioniert. Ein bisschen ungewöhnlich, dass man stoppen muss, aber ja, mach doch. Ich hab doch eine Cartridge. Würdest du mal? Hat er die jetzt schon automatisch genommen? Mach doch. Ja, bist du doof oder was? Ah! Okay. Okay. Sogar Sprachausgabe. Meine Fresse. Okay. Dann ist die große Frage, wo lädt man das Ding auf? Also die Laufanimation ist natürlich klasse gemacht, ne? Geht gar nichts drüber. Also das ist schon extrem flüssig. Okay. Das war definitiv ein Boden unter Strom.
War dann jetzt nicht so wahnsinnig weit. Aber jetzt kann ich das Springen schon mal immerhin. Stimmt, die Rolle, die kenne ich auch noch. Da ist das geil. Ist er ein Top-Agent? Also die Animation ist natürlich Weltklasse. Die ist richtig gut. Also die ist natürlich besser als bei Another World. Definitiv. Wahrscheinlich muss ich doch erst nach links. Aber es ist definitiv ein Plattformer, wo man eine Menge auswendig lernen muss. Oh ja, ich muss mich immer an die Sprünge immer noch gewöhnen. Soll ich mal... Komm, ich bin mal völlig wahnsinnig. Aber er kann genauso wie bei Another World hier 50 Mal draufgehen. Naja, egal. Aber über Flashback auf dem Sega CD, allein schon mit dem, mit der Audio, mit den Audiospuren, geil. Echt cool. Ja. Ich muss aber trotzdem erstmal da reinkommen, bevor ich da großartig irgendwas zeigen kann. Aber vielleicht machen wir da mehr von. Gibt ja noch andere. Gibt ja auch ein Remake von Flashback, ne? Was ja gar nicht so kacke ist. Deswegen, also so gesehen, mal gucken. Seid mal gespannt.